Herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir sprechen über einen jungen Mann, der mit 11 Jahren ganz natürlich in Kontakt kam mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und in dieser Zeit hat er die ersten Wahrnehmungen gehabt von geistigen Wesenheiten, könnte man sagen, mit des Spirituellen, mit der Spirit World, und hat zum Beispiel den Tod von einem geliebten Menschen vorhergesagt, den Brand im Haus einer Tante, den Lottogewinn eines anderen Verwandten. Jo, und das wurde immer mehr, und das hat ihn dann auch davon überzeugt, dass er doch etwas anders als andere junge Männer in diesem Alter war. Es blieb nicht bei diesem Talent. Er entschied sich, dann auch eine Ausbildung zu machen. Er ging nach Kanada und hat 2,5 Jahre dort studiert und sich mit diesen spirituellen Techniken und Medialität befasst. Es kamen Kurse im berühmten englischen Arthur Findlay College dazu, und heute ist er eines der bekanntesten, vielleicht das bekannteste spanische Medium. Ich habe dieses Gespräch aufgezeichnet und freue mich, es euch heute präsentieren zu können. Die Übersetzerin Christiane Becht hilft uns dabei, vom Englischen ins Deutsche zu übertragen. Sie wird auch, wenn Michael hier nach Frankfurt kommt, uns bei der Übersetzung unterstützen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß bei diesem Interview hier gleich. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich gar nicht genau erklären kann, wie ich das mache, wenn Menschen fragen, wie machst du das? Ich öffne mich für die geistige Welt und es kommen Informationen. Sie liefern tatsächlich Beweise dafür, wer sie sind, und damit dann auch die Botschaften. An welchen Zeichen kann man denn Botschaften von Verstorbenen zum Beispiel erkennen? What would be signs that would make you recognize messages from the spirit world? Oh, you mean like what do I feel or how do people know that they're getting a message? Du meinst, was ich spüre oder wie die Menschen wahrnehmen können, dass sie solch eine Botschaft bekommen. Fangen wir mit dem Ersteren an. Woran erkennst du, dass es die Botschaft ist einer verstorbenen Person? Let's start with the first part and okay, let's talk about the two. You recognize that this is a message coming from a loved one. Well, first of all, we need to be very cautious of like how, when we do messages and how we do messages, because we want to be taken for not for granted, but seriously. Zunächst mal müssen wir da sehr vorsichtig sein, wenn wir Botschaften bekommen oder wie wir Botschaften weitergeben, denn wir wollen das nicht für selbstverständlich halten und auch ganz ernst nehmen. Because I often see people, you know, that because they just want to give messages, they think that because they're mediums, they have the duty just to give messages to everyone they meet in their daily lives, like the baker and, you know, the grocery people and everything. And it's really not good for our profession and for you, if you want to be taken seriously, to do that. Denn ich sehe Medien, die ständig Botschaften geben an Menschen oder das Empfinden haben, weil sie Dinge empfangen, Informationen, Botschaften, dass sie auch die Pflicht hätten, die weiterzugeben und ständig allen möglichen Menschen in ihrem Alltagsleben Botschaften weitergeben. Und das ist nicht so gut und vor allem nicht so gut für uns als Medien, die wir ernst genommen werden wollen mit dieser Arbeit. So it's important that we as mediums, we feel, we sense, we hear. Es ist also wichtig als Medium, dass wir spüren, dass wir das innerlich wahrnehmen, hören. So it's important that we tame and we train. That we tame the gift and we train with the spirit. The spirit world will tell us how they want us to work with them. Es ist also wichtig, dass wir dieses Talent
zügeln und trainieren, also beides. Und auch die geistige Welt wird uns Hinweise geben, wie sie wollen, dass wir etwas durchgeben. So in other words, as mediums, we're always sensing, we're always feeling, we're always receiving messages. But it's also, go ahead. In anderen Worten, es ist so, dass wir als Medium ständig Botschaften bekommen, ständig Informationen erhalten. So, but this doesn't mean that we have the right to just give in, invade people's lives. Aber das heißt nicht, dass wir das Recht haben, das Leben anderer Menschen da hineinzugehen. So that's why we always ask, can I come to you? May I touch you? Can I give you a message? We need permission and you need to honor that for you to be able to take it seriously, both for the audience and the spirit world. Und deshalb ist es wichtig und wir fragen immer, kann ich dich berühren oder kann ich dir eine Botschaft geben, dass wir diese Erlaubnis auch bekommen. Und das ist wichtig sowohl fürs Publikum als auch für die geistige Welt. So when I'm in touch with spirit, I just know because the air changes, you know, my feeling, my skin, my hair, my skin, everything changes as well. Und wenn ich mit der geistigen Welt in Kontakt bin, dann spüre ich das, weil sich die Luft verändert um mich herum, weil ich das spüre auf der Haut und meine Haare und alles an mir beginnt sich anders anzufühlen. And every person is different. Everyone feels the spirit world differently. Und jeder Mensch ist anders. Jeder spürt die geistige Welt auf eine andere Art, nimmt sie anders wahr. So, because I feel spirit doesn't mean that I need to give a message from the spirit. Sometimes the message is that there's no message, is that they just want to show up. Und die Tatsache, dass ich die geistige Welt spüre, heißt nicht, dass ich eine Botschaft zu geben habe. Manchmal taucht die geistige Welt einfach auf, um da zu sein, um sich einfach zu zeigen. And we have many messages like, your grandfather is here, he just want to be seen, he just want to be known, he's with you, he's watching over you. Und wir haben viele Botschaften, wie zum Beispiel, dein Großvater ist hier, er möchte einfach gesehen werden und erkannt werden und er ist hier mit dir und er ist bei dir. But we will always give evidence. We will always say, this is your father's father or your mother's mother, and we will say how they looked or what they died from or something that is very characteristic in their personality. So you know for sure who is it that is talking. Aber es wird immer Details geben und Beweise dafür, wer sie genau sind. Wir werden immer genau sagen können, das ist der Vater vom Vater oder die mütterlicherseits, die Großmutter. Und wie sie ausgeschaut haben, was sie getragen haben, woran sie gestorben sind. Also wirklich charakteristische Merkmale, die du erkennen kannst, dass man genau weiß, das ist diese Person. So it's important to create kind of an appointment where you make your own personal time with the spirit world and for them to be able to come and to create kind of an encounter with them on a daily basis. Also auch wichtig, so eine Vereinbarung mit sich zu treffen, dass man einen bestimmten Zeitraum, also Zeit und Raum sich nimmt, wo man in Kontakt geht mit der geistigen Welt, dass es dafür diesen Raum gibt, wo diese Verbindung dann entstehen kann. That's ja, ich könnte gerade vielleicht da nochmal einhaken. Sorry. Yeah, I don't think I'm answering your question, no? Ja, ist gut. Ich weiß nicht, ob ich die Frage genau beantwortet habe. Wunderbar. Es ist perfekt. das bringt mich drauf. Wir haben ja die Chance, dich zu erleben, wenn du in Kontakt gehst mit der geistigen Welt. And that brings me to another point, because we do have the opportunity to see you in a demonstration giving messages from the other side. Yes, yes. Und das andere ist, dass du auch das Talent hast, die Fähigkeit selbst, von der du eben gesprochen hast, in Kontakt zu gehen, auch unterrichtest. And the other one is that you have the talent to also teach that gift that you have and that you then share with others, how to be in touch with the spirit world. Ganz genau. Yeah, I try. It's not easy though. Yeah, that's what everyone, everyone does it differently. And then, so we need to learn the tricks
like how you work with the energy, how you understand the symbols that spirit is giving you, you know, how you depict the information they give you. It's unique, and that is learned only by practice and practice. Ja, und das ist auch so, dass jeder da anders ist und ich versuche das zu vermitteln, wie liest man die Energie, wie erkennt man die Symbolik, die die geistige Welt vermittelt und wie lernt jeder für sich selbst, wie das für ihn funktioniert, weil jeder das anders wahrnimmt. Und das braucht wirklich ganz persönliche Praxis und Übung vor allen Dingen. Mm-hmm. So when I work with people or when I'm giving a demo, like the demo we're going to be giving on Friday, I work through the sound of the voice. Und wenn man mit Menschen arbeitet, so wie ich es tun werde in der Demonstration an dem Freitagabend, dann mache ich das über den Klang der Stimme. So I say a little prayer and I open up to spirit and I invite them to come. Ich sage ein kleines Gebet, ich öffne mich für die geistige Welt und lade sie ein zu kommen. And I never know who is going to come or who is going to receive a message. I cannot foresee that. Und ich weiß nie, was durchkommen wird, wer kommen wird und wer dort eine Nachricht erhalten wird. Das kann ich nicht vorhersagen. And all of a sudden I see like a light behind someone's head or I see their heads turning huge, or I see the spirit standing behind them. Und plötzlich sehe ich vielleicht ein Licht über dem Kopf von jemanden, oder ich sehe ihren Kopf in riesiger Größe, oder ich sehe ein geistiges Wesen, das hinter ihnen steht. Because I'm very visual, sometimes I may also see like a sign on top of their head. Und weil ich sehr visuell bin, sehe ich manchmal vielleicht auch so ein Zeichen, einen Schriftzug über ihrem Kopf. So then I go to the person and I ask them, may I come to you? Can I give a message? Und dann gehe ich auf diese Person zu und frage, kann ich zu dir kommen? Kann ich eine Botschaft übermitteln? And as we were saying, this is important, to ask for permission. Und wie schon gesagt, das ist wichtig, um Erlaubnis zu bitten. So when they say yes and I get their voices, the spirit world and the whole spirit community comes forth. Wenn derjenige, diejenige dann also ja sagt und ich bekomme von dort die Stimme, dann ist es, als ob die ganze geistige Welt, die ganze Gemeinschaft der geistigen Welt durchkommt und etwas durchbringt. And there's usually like two or three that are more prominent. And I see, because I'm very visual, but I may also hear or sense, but I also see I also sense in my body. I feel in my body their love and their pain or whatever that it was causing their death. I will feel it in my body. So we will know as for sure as a recognition for that person what happened and who is coming through. Und es ist auch so, dass ich dann die geistige Welt, dass ich es visuell wahrnehme, dass ich das sehe. Ich höre vielleicht auch etwas und ich spüre auch etwas und ich habe es eben sehr visuell, aber vor allen Dingen fühle ich auch, wie diese Person sich gefühlt hat, zum Beispiel im Moment des Sterbens, sodass ich erkennen kann, an was sie gestorben sind und man so definieren kann, wer da jetzt durchgekommen ist. Kannst du sagen, dass es so eine Hauptbotschaft gibt, die Verstorbene gerne mitteilen? Gibt es da etwas Typisches? Can you say whether there is like a main message that loved ones on the other side love to bring through, whether there's something typical? Oh, for sure. They want to say that they're not dead. They want to say they're alive. They don't want us to cry. They don't want us to mourn. Sorry, go ahead. Sie wollen sagen, dass sie nicht tot sind, dass sie lebendig sind und dass sie auch nicht möchten, dass wir hier weinen, sondern uns das Leben erfreuen. And that they're not there. They think that we are the ones that are dead. They're alive, they're lively, they're energized, energetic, vivid. Und dass sie nicht tot sind. Also für sie ist das so, dass eher wir hier tot sind. Sie sind total lebendig und energetisiert und sehr dynam am Leben. So the main message would be, I'm not dead, I'm here, I'm alive, I'm watching over you. And they might advise on something that is about to happen in the near future as well. They can see that.
Ihre Hauptbotschaft ist also, ich bin am Leben, ich bin hier und ich wache oder schaue über dich. Und es wird vielleicht auch einen Kommentar geben zu etwas, eine Botschaft geben zu etwas, was in dem Leben desjenigen sich noch entfaltet oder noch darstellt wird. Ja. Ja, dann könnte man das ja eigentlich sehr gut nutzen, nicht nur also um vielleicht noch nicht Gesagtes mit dem Verstorbenen auszutauschen, sondern auch um mit dem Verstorbenen, ich sag mal wie ein Ratgeber, wie ein Coach die Verbindung zu halten für mein zukünftiges Leben. So is it that not only could I be in touch with the spirit world to maybe have something said that hasn't been said yet, but to also be in touch with that loved one on the other side as a guide, as like a coach to help with things to come in this life here. Yeah, for sure, for sure. The main thing they want to say is, you know, they're okay, they're sound, they're doing well. They might say, you know, I was listening when you said this, or I was still alive, even though I was dead, when you hacked me or when you caressed me. But they're worried. They worry about us. They're concerned about us, and they want to help us. There's no spirit there to get attached to your liver and things like that. Everything is to do, that's insane. Everything is to do with love and guidance. And that's what they do, because that's where they're coming from. Ja, es ist also so, dass sie zunächst mal sagen werden, mir geht's gut und ich bin hier sicher, oder zum Beispiel auch, ich habe das noch gespürt, als du mich gestreichelt hast in den letzten Momenten, ich war noch nicht tot, zum Beispiel solche Dinge. Und sie wollen auch immer Botschaften der Liebe geben, sie sorgen sich um uns oder möchten sich kümmern und möchten eben helfen. Es wird nie etwas geben, was irgendwie unangenehm ist oder so, sondern es kommen immer Botschaften der Liebe und der Hilfestellung. So they can also give us advice about our future, you know. Be careful with these papers, or don't change your bank, or I don't know, don't leave your husband, or leave your husband, whatever. You know, they might give very practical advices and guidance as well, because they can see that. They can see our life path. Und so können sie uns auch Hilfestellung geben mit Dingen, die für uns anstehen oder in der Zukunft passieren. Oder sie sagen ganz praktische Sachen wie, wechsel dein Bankkonto oder tu es nicht. Oder trenne dich von deinem Mann oder trenne dich nicht. Also ganz praktische Hinweise, weil sie diesen Lebensfaden von uns sehen und das schon anschauen können. But I never know beforehand what I'm gonna be saying. Yeah. Aber ich weiß im Vorfeld nie, was ich sagen werde. Mhm. Nochmal darauf zurückkommend, weil ja viele Menschen auch interessiert sind, so eine Ausbildung zu machen oder sich zu trainieren in diesen medialen Fähigkeiten. Beforehand, because there's many people that are actually interested in getting a training in these kind of talents and gifts to Und das kann aber auch dazu führen, dass ich es eben selber für mich einsetzen kann, ja, dass ich sozusagen mit Verstorbenen, das nochmal dieses Coach-Thema würde ich gerne aufnehmen, ja, wie kann ich mit den Verstorbenen, mit meinen Ahnen, also in Kontakt gehen, um sie als Ratgeber für mein Leben zu nutzen. And so that kind of training would also lead to me being able to be in touch with loved ones and have them as a coach or guide. I'd like come back to this coach theme, sure. Like to get advice from them for my life. Yeah, for sure. And maybe we can put something together. I don't know. But yes, we can train ourselves. We can learn. First and foremost is to meditate. To quiet your mind, meditate or prayer or be in silent mode or yoga, breathing techniques, but be quieter, like quiet your mind. And then there's techniques we can do to learn how to connect with the spirit.
Ja, ganz, ganz sicher ist das so. Vielleicht können wir da auch etwas zusammenstellen. Aber der erste Schritt dazu ist zunächst mal, den Verstand ruhiger zu bekommen, zu meditieren. Eine Praxis zu haben, die den Geist beruhigt, um dann die geistige Welt hören zu können. Und dann gibt es verschiedene Techniken, wie man das angehen kann, und die kann man üben. The thing is, you know, that not everyone does it the same way. Not everyone interprets the symbol. So we can just guide them. And the spirit world will tell you, will teach you as well, how they communicate with you and how you can enhance that. Und jeder ist da anders. Jeder nimmt die geistige Welt auf eine etwas andere Art wahr. Und das können wir dann eben beibringen und die Tipps und Tricks dafür geben. Und gleichzeitig ist es so, dass die geistige Welt dich auch unterrichten wird darin, wie sie wahrgenommen werden oder was dein Talent ist und wie es für dich da weitergeht. Darum werden wir uns sicher dann auch praktisch hier in der Zeit, wenn du nach Frankfurt kommst, kümmern. Darauf freuen wir uns schon sehr. And we'll for sure look into that when you come here in Frankfurt, and we'll take care of getting this to the people when you are here in Frankfurt, and we're so much looking forward to having you here. Oh, me too. Thank you so much. Sogar eine ganze Woche bei uns hier in Frankfurt. Wir haben den Abend schon erwähnt. Es gibt aber auch den Spirit und Message Circle. Das sind zwei Abendprogramme, die auf 25 Personen limitiert sind. Also da lohnt es sich ziemlich bald, sich anzumelden, weil das wird, glaube ich, schnell voll sein. Ich rede mal schnell weiter, dass wir noch die anderen Veranstaltungen unseren Zuschauern mitteilen. Das brauchen wir ja nicht übersetzen. Es wird auch Einzelsitzungen geben, auch eine... Ja, etwas, was wir schon lange nicht mehr machen konnten mit anderen Medien hier in Frankfurt, ist Mikkel wird seine Sprechstunde hier eröffnen. Und er wird auch ein Wochenendseminar machen. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auf den Links, auf den Informationen, die es hier zu den Bildern gibt. Und einfach schnell schauen, dass man sich da registriert, würde ich raten. Das ist wirklich ein tolles Angebot, das Mikkel hier uns macht. Und wir hoffen, da eine schöne Zusammenarbeit für die nächste Zeit hier zu starten. Ja, Christiane, du wirst übersetzen, du wirst uns helfen. Wir haben gehört, Mikkel spricht ein wunderbares Englisch. Wir müssen noch nicht mal Spanisch können. Und so wird das also auch dann, wenn Mikkel in Frankfurt ist, für alle ein Genuss sein, ihm zuzuhören und seinem Rat zu lauschen, wie man gut mit der geistigen Welt in Kontakt geht. Thank you, Michael, or Mikkel, yeah. Auf Spanisch. Thank you. I really enjoyed this talk with you. Ich habe es sehr genossen, dich kurz vorzustellen. Wir haben noch uns viel auszutauschen, noch viel uns zu geben, glaube ich, und haben dann eine Woche lang Zeit, hier mit den Menschen in Deutschland und mit dir eine so wesentliche Arbeit hier vorzustellen, mit den Verstorbenen in Kontakt zu gehen, unsere medialen Fähigkeiten auszubauen. Also ganz viele, viele schöne Dinge zu lernen. Mikkel, so see you soon. Yeah. See you soon. I'm so excited to be in there. Ich freue mich so sehr, ganz bald bei euch zu sein. Und danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Bis ein andermal, eure Britta. Ganz liebe Grüße und ciao.